Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Ja, letztes Mal haben wir uns durch Schloss Brodia gekämpft, haben zwei Emblemringe bekommen und wir haben eine weitere Prinzessin des bösen Kontinents kennengelernt. Nach dem letzten Stream habe ich die Embleme nochmal neu zugeteilt. Dem von Neve zum Beispiel. Ich habe gesehen, dass der eine Meisterkiste gibt. Deswegen habe ich dem mal Anna gegeben. Und Roy habe ich jetzt an mich gegeben. Mikaya habe ich an Yunaka zurückgegeben. Und ansonsten habe ich halt noch Objekte und so weiter richtig zugeteilt. Ich habe auch unser Framme einen neuen Stab schon mal ins Inventar gedrückt, weil ihrer fast kaputt ist. So. Bevor wir hier jetzt doch technisch weitermachen, müssen wir erstmal alle Leute bequatschen. Das kann einen kurzen Moment dauern. Hey! Ja, hi, dich haben wir gerade eben schon kennengelernt in der Schlacht. Ja, du bist immer gut für die Truppen. Yes. Wieso kann ich dich nicht ansprechen? I'm thinking. Ja, die Architektur dieses Schlosses ist gut. That's right. Und der König ist mir übrigens noch nach wie vor sympathisch, ne? Ich mag ihn. Mit dir da oben muss ich auch noch reden. Wonderful. Das Schloss hier ist schon recht hübsch. Ja, das ist ein schönes Schloss, da habt ihr alle recht. Natürlich gehe ich, bevor wir die nächste Schlacht anfangen, noch einmal ganz kurz ins Somni und hole mir da den ein oder anderen Boost. Ja, das wäre eine gute Idee. Ja, da hast du recht. Ein Riss in der Wand wäre nicht gut. Ist halt ein Riss in der Verteidigung und da können die dann halt locker durchbrechen. Ich wollte kurz sagen, du siehst besonders aus, aber du bist wahrscheinlich einfach nur eine Magierwache. Na, Anna? Du hast gute Verkaufsideen, ey. Ach, mit dir muss ich noch reden. Of course. Ja, das musst du. So. Erstmal zum Somniel. We'll return soon. I leave Brodia Castle in the Royal Guard's capable hands. Yes, Your Majesty. You can count on us. Done a fine job protecting it all these years, haven't we? We won't start slacking off just because you're not around. Excellent. And when we return, you'll be treated to a victory feast. Looking forward to it. See you soon, Your Majesty. Strong of body! Strong of heart. All right, time to head out. Here we go. They're wrapping up their goodbyes. Yes, on to the border. Ja, Leute, ihr habt es ja gerade eben schon gelesen. Wir können jetzt hier angeln gehen. Das will ich direkt mal ausprobieren. Wir können nun angeln. Komm, wir angeln uns jetzt einen Fisch. Of course. Ich bin nicht deswegen enttäuscht, Alquist. Mann.
Du kannst nun im Teich angeln. Wirf mit A den Köder aus, wo es dir gefällt. Achte besonders auf Wellen. Sie weisen auf große Fische hin. Okay, wenn er eintaucht, ist einer dran. Okay. Ich habe eine einfache Angel. Where were you thinking? Okay, wir angeln uns jetzt einen Fisch. Ich habe auf jeden Fall zu spät gedrückt, nicht zu früh. Der war auf jeden Fall schon unten, Leute. Nein. Komm. Okay. Das ist ja einfach. Nicely done. Do you want to keep going? Okay. Das ist also das Angeln. Schön, dass wir es jetzt auch mal gesehen haben. Ich will mal auch gucken, ob die jetzt mal endlich wieder was Neues im Inventar haben. Da stand zumindest, sie hätte was Neues im Inventar. Ja, sie hat ein paar neue Stäbe. Sind aber natürlich nicht für mich, sondern für sie praktisch. Statuseffekte. Okay, Teleport. Und natürlich Pflege. Davon werde ich einige Stäbe holen. Holen wir mal für den Vorrat ein paar Stäbe. Davon hole ich mal 3. Davon hole ich 2. Oder ich habe sie einfach mal komplett aufgekauft. Blockieren kaufe ich auch einmal nochmal. Und davon will ich auch noch einen Ersatz haben. Verkaufst du auch neue Sachen? Alter Brunnen. Du kannst überzählige Items in den Brunnen werfen, bedenke aber, dass sie dann unwiederbringlich verloren sind. Ah, okay. Dann bringt der Brunnen ja sogar was. Und er hat auch neue Ware. Oh, du verkaufst standardmäßig jetzt den Panzerbrecher und die Klinge. Ah, und du verkaufst endlich auch Wurfbeile und so weiter. Endlich, jetzt kann ich jeden zumindest mit den Fernkampfwaffen ausrüsten. Auch Donner und Wind wird jetzt hier verkauft. Oh, das wäre ganz praktisch für meine Heiler. Ich glaube, ich kaufe Yunaka erstmal neuen Dolch, weil sie hat bisher noch kaum Waffen. Das ist auch eine Crit-Waffe. So, ich guck mal kurz, was ich jetzt kaufe. Ich glaube, von den Waffen kaufe ich jetzt bisher noch gar nichts. Ich will noch meine Waffen ein bisschen boosten. Da habe ich gerade eben reingeguckt. Und habe da schon was interessant Schönes gesehen. Wir haben übrigens, ich habe die Länder alle beide um 1 nochmal geboostet. Und da habe ich das Vodaro geschenkt bekommen. Das will ich auf jeden Fall boosten. Und ich habe gesehen, zum Beispiel bei den Büchern hier, dass ich jetzt hier zu so etwas upgraden kann. Und das würde ich gern bei Donner einmal austesten. Weil das scheint es ja schon stark zu verbessern. Ah, dann kriege ich die nächstbessere Version davon. Okay, dann würde ich das gern bei all meinen Waffen eigentlich machen. Vor allem bei den Fernkämpfern.
Auch bei dem Wurfbeil könnte ich das demnächst machen. Ja, die Wurfbeile verbessere ich auf jeden Fall mal. So, kann ich sonst noch irgendwas verbessern? Nicht wirklich. Ich könnte die Meisterlanze... Nee, nicht mal. I'll be here. Okay. Dann würde ich sagen, eben kurz schnell noch alle ausrüsten und dann gehen wir in die Schlacht wieder. Obwohl, Leute, bevor wir in die Schlacht ziehen, müssen wir das ja auch mit dem Brunnen einmal ausprobieren, ne? Ich kann ja mal die Stäbe, die eh schon so stark angeschlagen sind, mal reinwerfen. So, und die ganzen Miniatursachen, die kannst du meinetwegen auch haben. So, dann sehen wir beim nächsten Mal, was da rauskommt. Okay, eine weite Strecke. Schade, ich dachte, es würde hier auch nach links gehen. Na gut, Leute. Wir sehen uns an der Grenze. Diamant, where's the king? He's headed to the front line. Our orders are to wait here with the rear guard. Will do. Here, take this. The ring? You didn't give it to your father? I tried. You wouldn't take it. The king said that if anything should happen, he wants you to keep my ring safe. But what if he needs it? Father wants a fair fight. Not to say that using the ring is unfair, but we Brodians have a particular sense of pride. He wants to stand in his own strength, and asked us to respect that. I understand. I'm just not sure our enemies will have the same code of honor. Let's be at the ready. If push comes to shove, I want to be able to help. It's a plan. Agreed. It looks like the battle has begun. Your invasions of my country come at a very high price. And now you will pay it. Do you really think you can withstand the might of Brodia? Yes, my army is blessed by Lord Sombron himself. Damn you. Well then, is that all the power your dragon's got? He is not yet at full strength. Not until the ritual. Ritual? The one by which we shall reignite his true glory. And for that, we need a sacrifice of sovereign blood. Blood thus offered will be yours. What? Father! Come on, Diamant. There's still time to rescue him. You have lost this battle, former King of Brodia. Well, he's not getting any lighter. Come on. We know what to do, Your Majesty. See you later. My father. They're trying to take him away. We won't let them. So you say, but you are wrong.
Princess Ivy! Whatever the cost, you will hold them here, child. Yes. Oh, and Ivy, don't forget that ring was given to you by our Lord Sombron. Your failure to protect it was a grievous one. It is your duty to reclaim the ring now. I take my leave to Illusia. Do not fail me again. So, you want me to buy time for you as I die here? Very well. I die for you, Father. You're not going to stop us! We have to get King Morian back from them right now! We have to! The storm keeps getting harsher! We must drive back Princess Ivy's forces! Dragging away Father like that, what could King Hyacinth be planning? I don't know. But with so many of the Corrupted, this will be a tough battle. So Leute, ich war in der Zeit für eine Schlacht. Ich habe mir die Einheiten schon mal angeguckt und hier schon mal alle eingestellt, wen ich haben will. Da in der Mitte ist jemand, den wir uns freischalten können. Ansonsten läuft hier halt nur wieder Selkop und der Kage zu rum. Einheiten sind bestimmt. Ausgerüstet habe ich sie auch alle. Ramme, geh nach hinten. So. Du kannst auch nach hinten, dann passt hier alles. Anna, du musst nach unten. Okay, sollte so alles passen. Wir können die Schlacht starten. Wir müssen Ivy schon wieder besiegen. The snow is really swirling now. I wonder if I'll be able to find Prince Diamond. Couldn't be a worse time for meditation. But I've got to clear my head. Okay, ich denke mal, Diamant muss da vorne hin. Warte mal. Ach so, sie kann nur sich selber teleportieren. Schade, ich dachte, mit dem Stab könnte ich jemand anderes teleportieren. Okay, ich werde die erste Runde definitiv keinen angreifen können. So, Leute, ich will das Bündnis von Anna eigentlich sofort sehen, deswegen provoziere ich sogar einfach sofort. This item is not for sale. Oh, die Kleidung steht hier. Und die Frisur auch. So. Hat irgendwer von denen eine Lanze zum Werfen? Nein, dann ist die Meisteraxt dran. Let's go. Ich will Emblem von Leaf halt im Kampf erleben. Princess Ivy, did the king perhaps grant you another ring? No. You heard him, didn't you? If I want a ring, I must reclaim the one I lost. This time, no reinforcements. We must make do. If you want to leave, I'll understand. What will you do? I have no choice but to stay. Even if I know it's hopeless. Even if I know I will die. Ja, das wird nicht gut für die Enten. You two, head to the northern and southern forts. The Corrupted are standing by there. So much for meditation. Now, think you can get through my defenses? Wahrscheinlich nicht so gut. Du scheinst gut Abwehr zu haben. Die landet einfach instant in Crit, die Braut. Daneben. Im Übrigen, ich habe Louis die beiden Spezialwaffen von Amber weitergegeben. Okay, das Emblem von Leaf haut rein.
Die Eisengroßaxt, die ist eigentlich wirklich immer gut, wenn man so in dem Vordergrund steht, angegriffen zu werden. Ja genau, finische den erstmal. A satisfying ending. So, Framme, denn nach dem ersten Angriff darfst du direkt... Vierfachtreffer. Was sind jetzt überhaupt die Fähigkeiten von Leaf? Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich muss mal kurz gucken. Waffenschild, besitzt die Einheit einen Waffenvorteil, minus 3 Schaden. Ah, okay. Der andere reagiert immer mit der besten Waffe. Also selbst wenn die jetzt mit einer Fernkampfwaffe angreifen, sie würde dann sofort zum Wurfball wechseln. Um Gottes Willen, nee. Alter, die zerlegten mit ihrem Emblem. Ist ja ultimativ stark. Ey, komm, ich will den Vierfachtreffer sehen. Und ich dachte schon, der Teleport ist OP. So, die schießen wir auch vom Himmel. Und dich kann jeder ausschalten. Danke für die XP. Guck mal, da steht sogar bei, wenn ich mit der richtigen Einheit drüber bin, dass die reden können. Ah. Funktioniert das auch andersrum? Ja. Ah, okay. Ich kann so immer testen, wer mit denen reden kann. Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Gut, das mal zu wissen. Wisst ihr, was jetzt kommen wird? Ein Bündnisangriff von mir und Roy. Nämlich der flammende Löwe. Das wird euch so hart aus dem Leben nehmen. Ich hoffe, das kann nicht meine eigenen treffen. Nein, kann's nicht. Gut. So, dann probieren wir auch noch das Kart aus. Achso, das ist eine Nahkampfwaffe. Das ist der Nachteil, man kann das Kart nicht werfen. Okay. Dafür, dass es wesentlich stärker ist und einen Crit hat. Was that too much? Gut zu wissen. Da stand es übrigens gerade noch mal. Ich kriege auch Schaden im Feuer. Ich denke mal, die kommt da klar, bis ich ankomme. So, Crit. Your story ends here. Mit Ansage. I won't forget this. Die hat auch durchgehend 9%. So, dich röde mir mal sofort weg. Warte mal, warum will ich überhaupt in den Nahkampf gehen? Wenn ich so richtig gemein sein kann und ihr es einfach ins Gesicht werfe. Was doch, wie die Faust aufs Auge. Kannst du nicht mal einen Crit machen?
Ja, tschüss. Dich vernichte ich dann jetzt auch mal. So, Fortschritt! Sah ganz nice aus, die Animation. Was hast du denn davon erhofft? A satisfying ending. All right. Time to attack. Bring out the corrupted. Okay, 4 Verzerrte sind noch dazu gekommen. Sollte aber nicht weiter ein Problem sein. Oh, die verzerrten Diebe sehen cool aus. So, Diamant, Zeit für ein Gespräch. Jade. Prinz Diamant. I'm so glad you're safe. Is everything all right at the castle? Yes, the Divine Dragon helped us. However, Father, he's in peril. Jade, I relieve you of your border duties. You're with me from now on. Of course. So, dir werfe ich jetzt erstmal eine Lanze ins Gesicht. Zack. Das hat hoffentlich ordentlich weh getan. Ich will ja eigentlich sogar, dass der da steht. Das sind alles Nahkämpfer, da kann ich ruhig aufs Kart gehen. Another kill for me. So. Mir ist übrigens gerade eben jetzt aufgefallen, dass Ardung eine sehr hohe Crit-Wahrscheinlichkeit hat. I could have run, but I remained. Now I must fight. Okay. You dare. Autschen. 20 Schaden ist nicht besonders nett. Okay, sie überlebt, wenn der jetzt keinen Crit macht. Aber ich muss sie sofort heilen. Dass da kein Schaden stehen wird, war klar. Was that too much? If Princess Ivy stays. I stay. Ihr seid treu. Oh, gut, dass er keinen Crit gemacht hat. Mit dem Wodao hat er eine sehr hohe Chance darauf. So, weg mit dir. Ich brauche einen freien Weg. Machen wir dich zuerst weg. I'll apologize later. So. First one. Yeah. I won't let this go to my head. Anna, lauf, du brauchst einen Heal. So, dich mache ich locker flockig weg. Aber ich will kurz gucken. Keiner von denen hat was zu werfen. Gut. Bündnis. Und du bist nicht der Einzige, der kritten kann.
So, Elfendonner. I am defeated. I cannot fall here. Das war einfach. So, und hier kann ich eigentlich auch locker flockig reinhauen mit dem Hammer sogar. Ist hier richtig effektiv. Machen wir sicherheitshalber großes Opfer. Alle heilen. Zur Not heile ich sie halt einfach. Es gibt auch immer richtig viel XP, diese Fähigkeit. Ja, die kriegen jetzt alle massig Schaden. Aber Wanda kriegt halt auch ein bisschen ab. Ja, ist doof, wenn man einen Hammer hat, ne? Dann da so ein gepanzerter Typ steht. Der kriegt so hart auf die Nase. Anna ist jetzt vollgeheilt. Aber sie braucht den Heal. Pflege funktioniert sehr gut. Ich mache einfach den Stern dort. Rip. Ohne die Möglichkeit zu wehren. So, und die vernichten wir auch direkt mal. My apologies. This is the mission of the stewards. Oh, Geist. Erhöht Magiedauer auf dem 2. Das gebe ich hinterher Selin. Du hast genau den richtigen angegriffen. Der dich instant finishen kann. Könnt ihr bitte so weitermachen? Schade. Ja, da brauchen wir uns gar nicht angucken, ist tot. So, dich finishen wir. Und dann versammle ich jetzt erstmal alle da in der Mitte. Das wird ein paar Runden dauern. So, Leute, Zeit für die wahre Schlacht. My father's orders were plain. You will not pass. Es ist mir doch egal, was deine Befehle sind. Ich werfe dir meinen Speer ins Gesicht. I'm still quite capable. So, hier wird erstmal mit der Meisterlanze überritten. Here I come. Hast halt keine Chance dagegen. Ach, Faust hat gegen gar keine Nahkampfwaffe offenbar eine Chance. Ich hole dich von deinem Ross runter. Hier hau ich mit dem Meistags eine runter. Dann bist du auch reif.
you know. So, passt es? I won't let this go to my head. Nur noch drei von euch sind übrig. Ja, und das mache ich jetzt ganz schlau. So, ich habe mir jetzt nämlich einmal kurz das Wurfbeil geholt. I won't forget this. Und habe eine dritte Stufe bekommen. Ah, hier muss ich noch ein Gespräch führen, sehe ich gerade. Excuse me. Are you all right? Oh, yes. I was meditating for a moment. Who are you? A new border guard? No. I'm the Divine Dragon. How rude of me. I am Jade, a Royal Knight of Brodia. Prince Diamant has told me about you. May I join your ranks, Divine One? Natürlich. Of course. Welcome, Jade. Thank you. Now then, I'll show you why they... So, dann gehen wir hier auch noch ein Bündnis ein. Okay. 18% Chance, ne? Oh, geil. So, der Kritzer, der sah einfach nur awesome aus. War ich Teleport-Ragnar? Nee. Lieber Echo mit Elfenwind. Daneben. Du hast noch drei Leben. Und hier sind zwei Leute, die dich verkloppen können. Der Heiler wird dich vernichten. Father, I'm sorry. Easy. Ja, ich habe so zwei, drei Runden gebraucht, um da zur Mitte zu kommen mit allen. You've won. Please, kill me. No, I will not take your life. Don't be naive. If I live, what's to stop me from hunting you down? You can't return to Illusia after this. Your kingdom's through with you. What gives you that idea? If King Hyacinth had wanted you to survive, he would have given you an emblem ring. Besides, he had no need to stall us. The weather alone would have slowed us down. I don't understand it, but the king used you. He never meant for you to survive. I suppose you're right. Your father has already sacrificed your life. I won't do the same. You will not grant me the release of death. How cruel. But you are my deity, and I respect your will. Huh? Could I ask you to forget that? All right. In exchange, I offer information. I will tell you where King Morian is being taken, and why. Huh? Well? Out with it. My father intends to perform a ritual that will restore the Fell Dragon's power. A ritual? You see, though the Fell Dragon has been freed, his abilities are diminished. Imprisonment drained him. He is exhausted and can't transform into a dragon. Ideally, he would have all 12 rings, but securing them will take time. In the interim, Sombron decided to temporarily regain his powers through an ancient ritual. In which he consumes sovereign blood. You can't mean my father. But then King Morian... Yes. My father took him as an offering to Sombron. That was his aim from the start. That's horrific. The ritual will take place at Destinia Cathedral. You must hurry. And do be careful. Since the Fell Dragon's return, father has not been himself. I see.
That is the extent of what I know. Come, Zelkov. Kagetsu. Let us leave this place. What are you going to do? Whatever I can, without taking sides. If we meet again, Divine Dragon, I pray it is not as enemies. Let's head to Illusia. Yes, we have to hurry. Schön, dass die Erklärung zu Emblem Leaf jetzt erst kommt, ne? Ja, Waffenschild reduziert den Schaden, wenn der Waffenvorteil da ist. Meist sag's generell geil. Nein, gut, wie ist da jetzt so ungefähr, was ist das Praktischste im Nahkampf? Das, was häufiger treffen kann? Das, was den meisten Schaden macht? Oder das, was am besten ausweicht? Ja, der Vielfachtreffer, der ist einfach nur OP für den Nahkampf. Also da hast du ja auf jeden Fall einen Bruch beim Gegner. Falls der überhaupt überlebt. Na gut, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.